Gerade in den vergangenen Wochen während der größten Krise seit Jahrzehnten ist sichtbar geworden, wie wichtig die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln für Österreich ist. Der Niederösterreichische Bauernbund startet daher mit einer neuen Großflächenkampagne durch, um die Lehren der Corona-Krise aufzuzeigen und öffentlich zu thematisieren. Wir haben gesagt, wir wollen die Wertschätzung den Bauern und Bäuerinnen vor allem ein herzliches Dankeschön sagen für das, was sie in der Corona-Zeit geleistet haben, nämlich das Land, die Menschen in ganz Österreich mit Lebensmitteln zu versorgen. Und Niederösterreich ist das Agrarbundesland Nummer eins. Wir haben daher hier eine große Verantwortung und die Bäuerinnen und Bauern haben das gemacht. Wir wollen jetzt aber auch zeigen, was muss in Zukunft passieren, dass wir auch in Zukunft in solchen Zeiten wie diesen eine entsprechende Versorgung haben. Und man hat jetzt gesehen in der Corona-Krise, dass es ganz wichtig ist, dass sich ein Land und seine Bürger auch selbst noch besonders mit Lebensmitteln versorgen können. Und das wollen wir mit dieser Kampagne jetzt auch ins Gewissen rufen. Für dich, für alle, für Österreich, heißt es ab nun auf den Plakaten, denn viel zu viele Menschen wissen nicht Bescheid, woher ihr Essen kommt, wie viel harte Arbeit der Bäuerinnen und Bauern wirklich dahinter steckt und welch geringen Anteil am Produktpreis sie erhalten. Wir haben ein Viertel aller landwirtschaftlichen Betriebe in Niederösterreich, von ganz Österreich gesehen. Wir haben die Hälfte der Ackerfläche Österreichs und wir produzieren auch ein Fünftel der Milchmenge, nur um ein paar Beispiele hier zu nennen. Um nun die richtigen Lehren aus der Corona-Krise zu ziehen, starten wir heute unsere Kampagne für Selbstversorgung und Sicherheit. Denn spätestens seit Corona ist jedem klar, die heimischen Konsumentinnen und Konsumenten schätzen die harte Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern, die sie Jahr ein, Jahr aus und auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten leisten. Fakt ist, und das beweisen auch zahlreiche Studien, die Österreicherinnen und Österreicher beziehen ihr Rindfleisch lieber vom heimischen Bauernhof als von großen Rinderfarmen auf brandgerodeten Regenwaldflächen aus Übersee. Wichtig für den Bauernbund ist, dass Österreich nicht von Lebensmittelimporten abhängig werden darf. Es gibt morgen eine Konferenz, wo ich auch teilnehmen werde mit der deutschen Bundeslandwirtschaftsministerin, mit der derzeitigen Ratsvorsitzenden und mit unserer Bundesministerin Elisabeth Köstinger. Da hat der Vizepräsident der Kommission hier einen Plan vorgelegt, der dazu führen würde, dass weniger Produktion in Europa ist. Das heißt, es wird dann mehr Importe geben. Das kann nicht das Ziel sein, weil alles, was bei uns importiert wird, da wird im schlimmsten Fall Brand beim Regenwald gemacht. Das heißt, wir müssen schauen, dass die Produktion in Europa steigt und nicht sinkt. Und deswegen wehren wir uns gegen diese Vorschläge. Die Europäische Kommission muss hier umdenken. Es braucht eine Politik für die bäuerlichen Familienbetriebe. Aber ich glaube, man hat in dieser Krise gesehen, dass es für ein Land einfach ganz wichtig ist, auch wenn die Grenzen dicht sind und das kann schneller gehen, als man glaubt, dass sich das Land und seine Bürger auch selbst aus eigener Kraft ernähren können. Zum Vergleich der letzten Jahre konnte ein Landwirt 1950 10 Menschen mit Lebensmitteln versorgen. Heute ernährt ein österreichischer Bauer bis zu 110 Personen.